Ihr Lieben, auch meinerseits ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder mit euch Evangelium teilen zu dürfen. Christus in euch von der Freiheit der Kinder Gottes. Diese Überschrift, dieser Titel ist für Bibelkenner leicht identifizierbar, vom Galaterbrief inspiriert. Die Gemeinden in Galatien wurden vom Apostel Paulus begründet, als er ihnen das Evangelium von der Gnade in Jesus Christus und der Rechtfertigung alleine im Glauben, im Vertrauen auf Christus verkündet hat. Und wie er selber es in Kapitel 4 sagt, 15, wie wart ihr dazumal so selig, so glücklich? Wie habt ihr euch selbst selig gepriesen in der Freude über die gute Nachricht Gottes, über Jesus Christus, darüber, dass alles Entscheidende euch in Gnade geschenkt wird? Allerdings, auf diese Anfänge in Galatien folgte eine Krise, eine Irritation, eine Ermattung, der Alltag, der die Freude eintrübte, und dann die Irritation durch eine fremde Lehre, die sagte: Evangelium ja, aber ihr müsst doch auch das Gesetz berücksichtigen. Gnade ja, aber es gibt doch auch den eigenen menschlichen Beitrag, den ihr leisten müsst. Liebe ja, aber es gibt eben auch Gericht und Ablehnung Gottes. Und so waren die Galater irritiert und Paulus war bestürzt. Paulus vergleicht sich selbst mit einer Mutter und er sagt dort in Galater 4, Vers 19, ich ringe um euch, ich liege in Schmerzen, wenn ich sehe, wie ihr euch entwickelt habt als Gemeinde. Und mir kommt es so vor, als müsste ich noch einmal die Geburtswehen erleiden. Ich bin selbst keine Mutter und ich habe noch kein Kind auf die Welt gebracht. Aber bei allem, was man sieht und hört und in Solidarität miterlebt, ist das ja schon eine Grenzerfahrung. Nicht, dass ein Kind auf die Welt kommt unter größten Schmerzen. Wie eine Mutter um ihr Kind sorgt sich der Apostel in Hinsicht auf die Kämpfe, die er ausficht und die Härte seiner Kritik gegenüber den Gegnern, vergleiche ich das auch gerne damit, er ringt um seine Gemeinde wie eine Löwin um das Leben ihrer Jungen. Denn Paulus ist im Unterschied zu unserer heutigen Diskussionskultur durchaus auch in der Lage, Gefahren zu benennen und Grenzen zu ziehen. Er bringt es in Galater 3, Vers 2 auf den Punkt. Ihr habt doch im Geist angefangen und jetzt wollt ihr es menschlich im Fleisch, in Trennung von Christus vollenden. Was für eine Tragik. Da bricht eine Gemeinde auf. Es ist Leben, es ist Freude und Gemeinschaft. Es war am Anfang der Gemeinde so wie eben, als wir eingeladen wurden, uns gegenseitig vorzustellen, nicht eine Lebendigkeit, ein fröhliches sich begrüßen, eine Freude an der Gemeinschaft. Was wart ihr dazumal so selig? Und nun schaut Paulus in eine unfreie, müde, verhärmte, frustrierte Gemeinde hinein. Wann der Galaterbrief zu datieren ist? Nun, wir Theologen diskutieren, aber ich denke, die zutreffendste Datierung ist das Jahr 2024. Ist es nicht heute genauso? Ist das nicht unsere Erfahrung? Wir müssen das Ruder rumwerfen. Es geht bergab. Alles wird schlimmer. Es ist alles ganz furchtbar. Es ist ganz schrecklich. Wir müssen uns gegenseitig kritisieren. Endzeitstimmung. Und wenn wir bedenken, dass die Gemeinde Jesu Christi ja im Neuen Testament mit der Braut Jesu Christi bezeichnet wird, dann fragt man sich, was wir wohl von einer Braut halten würden,
die sagen würde am Tag ihrer Verlobung, von nun an geht's bergab. So stellt sich im Moment die Gemeinde Jesu Christi dar. Und wenn einige denken, das trifft nur für die katholische Kirche und die evangelischen Landeskirchen zu. Nein, die Stimmung, meine Frau ist sehr aktiv in der Beratung aller möglichen Werke, ist ja bei Missionsgesellschaften und Gemeinschaften genauso da. Es geht abwärts, es wird immer schlimmer. Ich sage gerne, würden die Christen, wie es eigentlich gedacht ist, morgens zuerst die Bibel lesen und dann ins Internet in die Nachrichten gucken oder ihre gedruckte Zeitung lesen, dann müssten sie nicht jeden Morgen neu erschrecken, sondern dann könnten sie über die Vorbereitung in der Bibel, was alles Schlimmes kommen kann, dann anschließend bei der Zeitung fröhlich sagen, ist genauso, wie es zu erwarten ist. Jetzt bin ich gespannt, ob die biblischen Verheißungen sich auch erfüllen. Dann gingen wir anders in den Tag. Ja, in der Tat, wenn man herumkommt, wie man als Reiseprediger herumkommt, der Status, den ich ja gerade genießen darf, dann erlebt man es, dass sehr wenige von den Christen in der Freiheit der Kinder Gottes sich freuen. Und ich erschrecke immer wieder Menschen, wenn ich sage, weit über 50% der Gemeinden und der Christen, die ernsthaft Christen sein wollen, sind nicht frei, sondern traurig und gebunden und niedergedrückt. Und sie tanzen und singen und freuen sich nicht wie die Kinder Gottes, sondern sie sind irgendwie bedrückt wie Sklaven. Ich rede von den Ernsthaften unter uns, also nicht von all denen, die formal noch sich Christen nennen, zu einer Kirche gehören, sondern von denen, die sagen würden, nein, ich glaube bewusst und ich will meinen Glauben leben. Das Tückische ist, dass man den Unterschied zwischen dem Gebundensein und dem Freisein, der Gnade und dem Verdienstdenken, der Orientierung am Evangelium und der Orientierung am Gesetz oft so schwer erkennen kann. Und die Übergänge sind oft gleitend, sodass man es nicht genau erkennt. Mir will es so erscheinen, als wären diese zwei Weisen zu glauben, diese zwei Wege zu glauben, wie die Fahrbahnen einer Schnellstraße oder Autobahn. Es ist nicht die Distanz der Spuren durch den Grünstreifen, die Leitplanken getrennt. Es ist der Gegensatz der Ziele, der den wahren Abstand zwischen einer gesetzlichen Frömmigkeit und einer geistlichen Frömmigkeit zwischen Gesetz und Evangelium bedeutet. Es ist so nah beieinander, beide beten, beide wollen evangelisieren, beide wollen Nächstenliebe leben, beide suchen die Gemeinschaft in den Gemeinden. Und trotzdem, die einen werden immer trauriger und die anderen immer fröhlicher. So nah beieinander, aber sie fahren in entgegengesetzte Richtungen. Wir sind heute zusammen, um das nicht einfach statistisch festzustellen, sondern um mit Paulus zusammen es wieder zu entdecken. Das, was die Offenbarung 2,4 die erste Liebe nennt, die Ursprünglichkeit unseres Glaubens. Nicht in dem Sinne, als könnten wir wieder zurück in die Unreife, in das Kindsein, in die Unmündigkeit. Nein, es geht um eine neue Ursprünglichkeit jenseits der Krise. Das erste Glück unseres Glaubens flog uns ja zu. Wir haben ja gar nicht bewusst es gestaltet, sondern wir waren einfach erfreut. Wir waren überwältigt. Wir haben die Gemeinschaft genossen. Das alles war ja in einer Weise noch vorbewusst. Es war ein Stück weit Kinderglaube, auch wenn wir als Erwachsene zum Glauben kamen. Die neue Ursprünglichkeit ist eine bewusste, ist eine reflektierte, ist eine biblisch begründete und es ist eine, die sich selbst kennenlernt und insofern auch den Umgang mit sich selbst und seinen Gefährdungen und Möglichkeiten zu schätzen lernt. In Kolosser Brief, und wir haben alle in der Reihenfolge der biblischen Bücher eine Doppelseite mit Belegen, so dass ihr nicht gleichzeitig, wenn ihr keine Tische habt, die Bibel hin und her blättern müsst, die zentralen Stellen
heute Morgen und erste Stunde heute Mittag haben wir hier. Kolosser 1, 26 und 27. Hier spricht der Apostel von dem Geheimnis, das verborgen ward seit ewigen Zeiten. Seit ewigen Zeiten bedeutet, bei Gott war es schon da, das Geheimnis. Aber für die Geschichte, für die Menschheit, für uns war es noch verborgen. Kolosser 1, 26, 27 in der Reihenfolge der biblischen Bücher, also auf der zweiten Seite. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit, diese Genitivverbindung, sie scheint vielfältig wie ein Prisma. Die Hoffnung auf Herrlichkeit und die herrliche Hoffnung, die er uns gibt. Christus in euch, Christus in mir. Das ist das Geheimnis des Menschseins, das ist das Geheimnis des Christseins. Das ist das Geheimnis der ersten Liebe, das Geheimnis einer neuen Ursprünglichkeit. Dass wir beim zum Glauben kommen in der Taufe den Heiligen Geist empfangen. Diese Vorstellung haben wir, aber in der Regel ist ja unsere Vorstellung vom Heiligen Geist etwas unpräzise. Haben wir uns darunter eine Kraft vorzustellen? Ist er so wie ein Gas, dass er als Flamme auf uns kommt, wie es ja dann visualisiert wird, sichtbar gemacht wird? Kann man den Heiligen Geist in Akkus laden? Kann man ihn in einen Tank einfüllen? Gibt es ihn tütenweise? Wiegt man ihn nach Kilo ab? Was genau ist der Heilige Geist? Und sehr häufig und gerade in der heutigen Zeit, wenn vom Heiligen Geist geredet wird, wird der Heilige Geist missverstanden als eine Unterstützung meiner eigenen Möglichkeit. Es gibt einige unter uns, die fahren grundsätzlich ihr Fahrrad mit eigener Frauen- und Manneskraft. Und wenn dann ein Rentner mit seinem Akku an ihnen vorbeizieht, haben sie nur ein verächtliches Lächeln, weil man Fahrrad natürlich aus eigener Kraft fährt. Aber es gibt so einige Rentner ab dem 5. Lebensjahr, die schätzen es durchaus, einen Akku zu haben, weil es die eigenen Möglichkeiten unterstützt. Und so ist dieses Bild neuzeitlich, glaube ich, gar nicht so fehl am Platze, dass viele die Vorstellung haben, der Heilige Geist ist so etwas wie der Akku an meinem Fahrrad. Ich fahre dahin, wo ich will, ich wähle die Berge aus, die ich will, ich trete mit eigener Kraft, aber ich werde in meinen Interessen leicht unterstützt. Und das ist ganz komfortabel. Der Heilige Geist also ist die Kraft, die mir zukommt, um meine Vorstellungen zu verwirklichen. Einige Kenner der Bibel und meiner Verkündigung schmunzeln mich schon milde an. Das kann wohl nicht die Lösung sein. Wir werden das im Lauf der Zeit jetzt präzisieren. Aber da wir drei Einheiten haben, kann ich es ja etwas breiter entfalten und kann zunächst einmal zurücktreten und sagen, bevor wir dieses Problem lösen, was ist eigentlich mit dem Christsein, wenn es nicht mehr funktioniert, wollen wir zurückgehen an die Anfänge. Die Anfänge nämlich der Verkündigung des Apostels Paulus. Wir werden dann die Anfänge bei Jesus selbst nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums betrachten und gehen aber noch weiter zurück. Um zu wissen, wie sich Gott selbst das Christsein gedacht hat, muss ich wissen, wie sich Gott selbst das Menschsein vorgestellt hat. Denn als Christen sollen wir die Menschen so sein und verkörpern, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hatte, bevor es eben andere Wege nahm und der Mensch seiner Bestimmung nicht mehr entsprach. Ich lade euch also ein, wenn ihr denn ein Altes Testament habt, aber
Ich werde es ja jeweils andeuten und es ist auch sehr prägnant, an die Anfänge zurückzugehen. 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das Überraschende religionsphänomenologisch ist, dass hier von Gott gesprochen wird als von einer Person. Für uns ist das selbstverständlich, dass wir uns Gott als Person vorstellen. Das ist aber nicht bei allen Religionen so. Im Buddhismus glauben wir nicht an einen bestimmten Gott, sondern da geht es um eine andere Form. Wir können auch eine religiöse Haltung haben zum Ursprung des Seins, zum Sein an sich. Wir können Gott als Licht vorstellen oder wie auch immer. Die biblische Überlieferung aber geht von Gott als einer Person aus. Einer Person, die einen Willen hat, eine Person, die handelt, einer Person, die in Kommunikation tritt, die sich offenbart und spricht. Gott ist eine Person. Er ist kein Mensch. Und viele leiden an dieser Naivität ihrer Gottesvorstellung, dass sie sagen, wenn Gott eine Person ist, dann ist er ein Mensch. Die alttestamentliche Überlieferung legt Wert darauf, er ist Person, aber natürlich nicht ein Mensch. Gott ist nicht wie ein Mensch. Aber er ist eine handelnde Person, eine lebendige Person. Und diese lebendige Person entscheidet sich, lasset uns Menschen schaffen. Dieser Plural wird jetzt im Alten Testament und er wird im Judentum verstanden als ein Pluralis Majestatis. Die Christen haben schon von den Kirchenvätern an natürlich in diesem Wir die Dreieinigkeit geahnt, dass Gott nämlich selbst nicht nur Person ist, sondern dass er von Anfang an in Beziehung besteht mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Lasset uns Menschen machen als Ebenbild. Jetzt haben wir ein Problem im Hebräischen wie im Deutschen, dass der Begriff des Ebenbildes, des Abbildes, des Bildes nicht ganz scharf konturiert ist und wir im Deutschen wie im Hebräischen nicht genau unterscheiden können, was meint denn Ebenbild, was meint Abbild und was meint Urbild. Das muss man näher erklären. Und so tasten wir uns heran. Was kann es denn bedeuten? Nun, naiverweise ist oft die Reaktion bei Nicht-Eingeweihten, ja, wenn Gott sich den Menschen zum Bilde geschaffen hat, dann wahrscheinlich hat er einfach einen Klon von sich gemacht. Also der Mensch wurde so geschaffen, wie Gott ist. Aber das scheitert gleich doppelt. Ist der Mensch so vorzustellen wie Gott und Gott wie der Mensch? Und wenn der Mensch ähnlich ist mit Gott, mit wem dann? Wenn ich die jungen Leute uns angucke, dann sage ich, das ist ein attraktiver Gott. Aber wenn einige andere wie ich mich im Spiegel angucken, was ist das denn für ein Gott, wenn der so aussieht? Nein, es ist für die biblische Tradition klar, Gott ist kein Mensch und er sieht nicht aus wie ein Mensch. Und so sehr von Gottes Hand und Fuß die Rede sein kann, ist das ja jeweils metaphorisch übertragen gemeint. Dann können wir das schon mal abhaken. Viel näher liegt, und das wird ja auch ernsthaft vertreten, es bedeutet, dass Gott einen geschaffen hat, den er beauftragt als sein Stellvertreter, nämlich verantwortlich nun mit der Schöpfung umzugehen und dass Adam beauftragt wird, alle Tiere mit Namen zu benennen. Das ist ein Hoheitsrecht, nicht den Namen zu geben. Nicht, das ist Ausdruck dafür, aha, also der Mensch soll im Auftrag Gottes, im Interesse Gottes als Stellvertreter auf dieser Welt verantwortlich in der Schöpfung wirken. Das stimmt und das bleibt auch bestimmend. Aber was genau verstehen wir dann unter einem Stellvertreter? Inwieweit ist der Mensch Stellvertreter? Tritt er an die Stelle Gottes? Handelt er unabhängig von Gott? Wie genau ist das denn zu verstehen? Da hilft uns nun das Neue Testament und
Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, das ist ursprünglich in Hebräisch geschrieben, aber für die Juden außerhalb von Israel war schon in der Antike die Septuaginta, die 70, das ist die Bezeichnung für die griechische Übersetzung des Alten Testaments, verbindlich. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, war die Bibel der ersten Christen außerhalb von Israel. Und spannenderweise, es war die Bibel, die Paulus ständig benutzt. Obwohl ja er Pharisäer war, hat er nicht die hebräische Bibel zitiert, sondern eben, wenn er an Griechen schreibt, dort predigt, auch die griechische. So erinnere ich mich dran, mit 17 Jahren war ich das erste Mal in England. Und wenn ich dort mit Christen diskutiert habe, natürlich nicht mit meiner Lutherbibel, die kannten die ja gar nicht, sondern dann habe ich es ihnen anhand ihrer King James oder Revised Standard Version erklärt. Also man nimmt immer die Bibel dessen, der gerade mein Gesprächspartner ist. Insofern also ist tatsächlich die Bibel der Christen überraschenderweise von Anfang an die griechische Bibel gewesen, Alten und Neuen Testaments. Warum dieser Anlauf? Nun, im Griechischen wird für Ebenbild ein Begriff gebraucht, den wir klar definieren können. Hier kommen wir auf das Geheimnis und das führt uns auch ins Neue Testament. Ebenbild, Eikon ist der Begriff im Griechischen, Eikon, Ebenbild. Ich habe es auf der zweiten Seite oben links ausgeführt. Zu der entsprechenden Stelle, die wir gleich betrachten in 2. Korinther. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft, ist die erkennbare Verkörperung eines unsichtbaren Wesens. Ich habe es extra aufgeschrieben, weil der Satz zunächst so theoretisch klingt. Der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft, die erkennbare Verkörperung eines unsichtbaren Wesens. Das heißt, Ebenbild und Urbild verhalten sich wie zueinander. Das Urbild, also Gott selbst, ist unsichtbar. Er kann nicht gesehen werden. Im Ebenbild aber wird der unsichtbare Gott sichtbar, erkennbar. Das Ebenbild also als Reflexion, als Ausdruck des Urbildes, als die Sichtbarmachung des Urbildes. Dieser Begriff des Ebenbildes wird im Neuen Testament dann auf Jesus Christus angewandt. Und ich habe die Belege am Ende dieses eingerückten Abschnitts dort aufgeführt. Kolosser 1, Vers 15, 2. Korinther 4, Vers 4, Hebräer 1, Vers 3. Jesus Christus ist von Ewigkeit her und Jesus war, als er auf dieser Welt war und Jesus ist jetzt als der Erhöhte Eikon, Ebenbild seines Vaters, Ebenbild seines Vaters. Diese Bezeichnung für Jesus Christus, er ist das wahre Ebenbild, was Adam und Eva hätten sein sollen und dann ging es aber schief. Diese Bezeichnung kommt nicht unvermittelt vom 1. Mose in das Neue Testament, sondern wir haben einen Brückenpfeiler zwischen 1. Mose und dem Neuen Testament und das sind die Schriften der Weisheit, die wir teilweise in unserem evangelischen Kanon haben, dem verkürzten, und ausführlich in den sogenannten Weisheitsschriften. Ihr kennt die verschiedenen Bibelausgaben, nicht? Es gibt knappere und ausführlichere. Der Kanon, den wir von den Reformatoren her haben, ist der knappere Kanon. Der orientiert sich an der hebräischen Bibel, weil die Reformatoren dachten, die Bibel ist ursprünglich in Hebräisch geschrieben. Also legen wir auch den Kanon der Hebräer, also der Israeliten, zugrunde. Aber die ersten Christen und auch die Juden außerhalb von Israel hatten den erweiterten Kanon, sodass also die Apokryphen dazugehörten. Jetzt kannst du sagen, ich habe mal in die Makkabäer-Bücher reingeguckt, das ist jetzt für mich nicht so erbaulich, aber die Weisheitsschriften, die solltet ihr ausführlich studieren, weil da nämlich alles das vorentfaltet ist, was dann von Jesus Christus bekannt wird. Göttlich gibt es neben dem einen Gott im Alten Testament und für das Judentum ja keine andere Person. Das heißt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes bezeichnet wird neben dem Vater, ist für einen Juden schwer vorstellbar. Die Christen hatten es aber mit einem Mal einfach,
als sie erkannten, ja, Jesus Christus ist der, der im Alten Testament das Wort Gottes, die Weisheit Gottes genannt wird. Denn von Gottes Wort ist klar, das kommt von Gott. Und durch sein Wort hat er die Welt erschaffen. Gott hat in Weisheit gesprochen, in Weisheit sich offenbart, in Weisheit die Erde erschaffen. Und Gottes Weisheit ist natürlich bei ihm selbst. Und insofern sind die Weisheitsschriften, was ich sagte, quasi der Stützpfeiler, die Überbrückung von Altem Testament zum Neuen Testament hin. Deshalb habe ich eine besonders schöne Stelle zitiert, Weisheit Salomo 7,25f. Die Weisheit ist ein Hauch der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen. Darum kann nichts Unreines in sie hineinkommen, denn sie ist ein Abglanz des ewigen Lichtes und ein fleckenloser Spiegel des göttlichen Wirkens und ein Ebenbild seiner Güte. Das Ebenbild ist der Spiegel für das Original, das Urbild. Das Ebenbild ist der Strahl aus der Quelle. Das Ebenbild ist der Schein aus dem Licht. Das Faszinierende ist, der Spiegel ist nicht das Original, aber im Spiegel erkenne ich das Original. Als ihr euch heute Morgen die Zähne geputzt habt, ich hoffe, das war so, habt ihr den Wasserhahn aufgedreht. Der Strahl, der herauskam, das war das Ebenbild der Quelle. Ihr habt das Licht angemacht. Das, was dann aufleuchtete in der Birne, in den Leuchtmitteln, in den Strahlern, das war das Ebenbild des Stromes. Den Strom selbst habt ihr nicht gesehen. Und wenn einer eine Lehre anfängt beim Elektriker, dann fragt der Chef, ist Saft auf der Leitung? Der Lehrling sagt, ich sehe nichts. Und dann im Reflex macht er den Fehler, den er nur einmal in seinem Leben macht, macht den Finger nass und hält voll dran. Und dann braucht er 4 Wochen keinen Friseur mehr, da hat er Dauerwelle im Afrolog nicht. Das bleibt so stehen. Wenn er klüger ist beim zweiten Mal, dann nimmt er einen Phasenprüfer oder dreht eine Lampe in die Fassung und prüft es nach. Am Ebenbild erkenne ich nämlich die Energie, die da ist. Der Strom ist die Kraft, ist die Energie. Für sich genommen nicht sichtbar. Sie wird aber sichtbar, eben in dem Leuchtmittel, in dem Motor oder was immer angeschlossen wird. Das größte Missverständnis, das mit Adam und Eva in die Welt kam. Ich soll sein ein Ebenbild Gottes. Warum ein Ebenbild? Ich möchte strahlen, aber ohne Lichtquelle. Ich möchte Wasser geben, aber ohne mich von einer anderen Quelle zu speisen. Ich möchte selbst sein wie Gott. Ich möchte leben, aber ohne das Leben. Ich möchte lieben, aber ohne die Liebe. Ich möchte Geschöpf sein, aber ohne den Schöpfer. Es war der Anfang der Abspaltung von Gott. Das Faszinierende ist, dass diese gedrängte Formulierung, dass der Mensch zum Ebenbild geschaffen wird, in Kapitel 2 dann narrativ, erzählerisch, anschaulich uns vor Augen geführt wird. Wie hat sich diese Ursprünglichkeit des Geschöpfes geäußert? Es heißt in 2,25, Adam und Eva waren nackt. Was heißt das nackt? Sie waren angewiesen, unverstellt, unverlogen. Sie waren ganz sie selbst als Geschöpfe, als nackte, angewiesene Geschöpfe. Wie schrecklich. Nein, und sie schämten sich nicht. Das war die Ursprünglichkeit des Geschöpfes vor seinem Schöpfer. Sie wollten nichts anderes sein als Geschöpf. Denn der Schöpfer war ja der Schöpfer und sie waren die Geschöpfe. Dann wurde ihnen die Versuchung nahegelegt, doch selbst Subjekt zu sein, ohne von Gott abhängig zu sein. Selbst Individuum zu sein, nicht in Beziehung, sondern gegen die Beziehung.
nicht Ebenbild zu sein, sondern Kopie, Abbild, der kleine Gott, der ganz kleine Gott. Und sie ließen sich verführen und in der Tat bekamen sie Erkenntnis. Ende der Naivität. Jetzt sind wir erwachsen. Nur wie hat sich das Erwachsenwerden geäußert? Sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Entfremdung des Menschen von seiner Bestimmung und seiner Identität. Sie konnten das, was sie als Geschöpfe waren, nicht mehr ungebrochen und freudig leben. Vorher hatten sie die Freiheit der Kinder Gottes, jetzt die Unfreiheit der von Gott Getrennten und Entfremdeten. Und was machten sie? Sie schämten sich. Warum schämten sie sich? Nun, wir schämen uns, das kann man schon bei Kindern, wenn sie heranwachsen, beobachten, das Entstehen der Schamgefühle. Als Erwachsene schämen wir uns, wenn wir ertappt werden in einer Situation, die unserer Vorstellung von uns selber nicht entspricht. Wenn wir ertappt werden bei einer Handlung, die nicht dem Eindruck entspricht, den wir bei anderen gerne erwecken. Sie schämten sich und machten sich Feigenblätter. Ich kann mir die Frage nie verkneifen. Warum ausgerechnet Feigenblätter? Nun, weil es feige ist, sich vor Gott zu verstecken. Dieses Bild hat so eine Lächerlichkeit. Man erkennt sich unmittelbar wieder. Man fühlt sich an sich selbst erinnert. Und dann hören sie abends, da klingt noch die Freiheit der Kinder Gottes in der verlorenen Ursprünglichkeit an. Sie hören abends Gott auf dem Kiesweg kommen. Und alle Tage vorher ließen sie alle stehen und liegen und sagten, unser Gott kommt. Und sie rannten zu ihm hin. Die Abendstunde, müssen wir wissen, ist im Orient die angenehme Stunde. Da trifft man sich im Garten, möglichst bei einer Quelle oder bei einem Brunnen. Nicht da kann man miteinander kommunizieren. Am Tag ist es ja viel zu heiß. Und das, was gestern noch Ausgeburt von Identität, Freiheit und Glück war, ist heute Scham und Erschrecken. Wir hatten gerade das Vorrecht, in der Schweiz zu sein, in Davos, zu einer Männerfreizeit. Und da konnte ich die Schweizer, weil die alle wehrpflichtig sind und Erfahrung haben, an ihre Militärübungen erinnern. Nicht? Wie dort, wenn man Militärübungen macht, man sich an den Helm Grünzeug tut, nicht, und deckt sich selber zu mit irgendwelchen Zweigen und schmeißt sich hinter die Büsche und die Dünen, um sich zu verbergen. Rennt Adam und Eva von Gott weg und sie wollen sich von dem allwissenden und allmächtigen Gott verstecken. Sie schämen sich. Was für ein jämmerliches Bild eines entfremdeten Menschen. Geschaffen für das Wir, vereinsamt in einem Ich gegen das Du ohne ihren Gott. Das Ebenbild ist zugewandt. Das Ebenbild ist ohne Feigenblätter. Und so äußert sich die Freiheit der Kinder Gottes darin, dass wir Feigenblätter ablegen können. In unserem Sprachgebrauch sagen wir gerne Masken abnehmen können. Das Befreiende ist, wenn wir zu Gott zurückfinden in Christus, dass wir so viel nicht mehr brauchen. An Selbstbetrug, an Fremdbetrug, am Eindruck schinden, an Dingen, an Rollen, die wir vorgeben. Und wenn wir überlegen, was unsere Feigenblätter sind, dann fallen uns natürlich alle möglichen weltlichen Dinge ein. Aber ich möchte euer Augenmerk vor allen Dingen darauf richten, wo unsere geistlichen Feigenblätter sind. Wo wir Eindruck machen wollen durch Mitarbeit, durch Projekte, dass wir besonders vorbildlich sind in unserem Engagement, dass wir besonders fleißig unsere Bibel anmalen, damit es auch jeder sieht, dass wir 8 Tage in der Woche abends irgendwas ehrenamtlich in der Gemeinde machen. Und wenn du sagst, es gibt doch nur 7 Tage, eben, das ist ja das Problem. Nicht, dass ich 8 Tage in der Woche in der Gemeinde aktiv bin und meine Familie mich schon gar nicht mehr persönlich kennt. Nicht, Dinge, die wir tun, um Eindruck zu schinden, ich muss doch etwas tun, um bei Gott anerkannt zu werden oder bei Menschen. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Es ist die Verkörperung eines unsichtbaren Wesens.
ein romantischeres Bild als das, was wir bei der elektrischen Birne haben. Das ist mehr so ein Männerbeispiel. Das ist für mich die Sonne und das Motiv der Sonne für Christus und für Gott ist ja nicht neu und das Beispiel nicht von mir erfunden, sondern Christus als das Licht der Welt. Das Licht der Welt ist griechisch gesprochen die Sonne. Er ist die wahre Sonne. Die Sonne und der Mond. Die Sonne strahlt von sich aus, wie wir wissen. Sie ist das Urbild. Wenn aber in der Nacht durch die Krümmung der Erde wir keinen Blickkontakt zur Sonne haben, dann ist für uns das Urbild unsichtbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe die Phasen, in denen der Mond zu sehen ist. Der Mond hat von sich aus keine Leuchtkraft. Er ist keine Lichtquelle. Der Mond empfängt das Licht der Sonne. Wenn ich die Sonne selbst sehe, muss es mir gar nicht auffallen. Dann sehe ich ihn gar nicht am Himmel. Aber in der Nacht ist mir ja die Sonne verborgen. Im Angesicht des Mondes reflektiert sich das Licht der Sonne. Was tut der Mond, um so zu strahlen? Gar nichts. Er setzt sich der Sonne aus. Und er versucht, die Erde nicht dazwischen zu kriegen. Es ist immer schlecht, wenn das Ebenbild die Welt zwischen sich und Gott bringt. Und so auch der Mond, für den ist es schlecht, wenn die Erde zwischen ihn und die Sonne gerät. Dann versucht er nicht von sich aus zu leuchten, sondern dann versucht er möglichst schnell wieder aus dem Schatten der Erde herauszutreten, was auch für die Christen dann die Beschreibung der ganzen Heiligung ist, nicht? Dass wir nicht dann anfangen, auf Eigenstrom umzustellen und Generatoren anzuwerfen, sondern dass wir sehen, dass nicht mehr die Welt zwischen Gott und uns tritt, sondern wir unmittelbar verbunden sind. Du kannst dem Mond sagen, Mond, wie strahlst du so schön? Der guckt an sich runter und sagt, wie strahlen, da ist nichts. Die Sonne strahlt, guck mal dahin. Du kannst dem Mond sagen, wie machst du das denn eigentlich? Was ist dein Geheimnis? Was ist dein Geheimnis? Und der Mond sagt, ich habe kein Geheimnis, mein Geheimnis ist die Sonne. Ich setze mich nur der Sonne aus und dann reflektiere ich offensichtlich. Das fällt mir selbst aber nicht auf. Christen, die meinen, dass sie strahlen, machen etwas falsch. Denn Christen, die Christus sehen, behaupten nicht von sich, dass sie strahlen. Diese schwache Reflexion, die andere in ihnen sehen mögen, würden sie nie als Leistung und als Qualität verstehen. Sie konzentrieren sich ganz auf die Sonne. Jetzt sagst du, ja, Eckstein ist ja ein ganz schönes Bild, aber ein bisschen frei erfunden, oder? Ist nicht so, ihr müsst nur umblättern. 2. Korinther 3, 17 bis 18. In Aufnahme des Repräsentanten des Gesetzes der Tora, nämlich Mose, und seiner Begegnung mit der Gegenwart Gottes, 2. Mose 34, formuliert Paulus nun und sagt, ja, das stimmt. Gott hat auch Mose das Gesetz gegeben, Gott ist Mose begegnet. Und ja, in der Tat, es war so, dass wenn Mose in der Gegenwart Gottes war, auf dem Berg oder im Zelt der Begegnung in der Stiftshütte, dann war das Strahlen der Herrlichkeit Gottes, der Anwesenheit Gottes so bestimmend, dass als er rauskam, das ist ein wunderschöner Gedanke, die Herrlichkeit als Reflexion noch zu sehen war. Alle, die hier übernachten können, das heute Abend mal probieren, ob sie das auch bei dem Spiegel können. Nicht? Also in den Spiegel gucken und dann zur Seite springen und gucken, ob das Spiegelbild doch bleibt. Wenn es nicht klappt, dann seid ihr Menschen und nicht Gott. Wäre es Gott, würde der Spiegel weiter glänzen, nicht weil seine Herrlichkeit so groß ist. Und dieses Bild nimmt Paulus auf und sagt, ja, es stimmt. Auch das Gesetz des Mose war ja Gottes Wort, so sehr es eben der Staatsanwalt Gottes ist, wie die Gerichtspropheten Israel überführt hat, die Sünde benannt hat. Aber die Herrlichkeit, die wir nun im Evangelium reflektieren, ist ungleich größer und herrlicher. Und Mose musste sein Angesicht bedecken, weil Israel es nicht aushielt, diesen Schein, diese Reflexion, obwohl es ja die des Gesetzes war.
Und da setzt an unser Vers 2. Korinther 3, Vers 17. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht. Und wir werden verwandelt in sein Bild, verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Es mag sein, dass ihr in eurer Bibelübersetzung hier nicht nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht hat, sondern wir schauen die Herrlichkeit des Herrn mit unserem aufgedeckten Angesicht. Beide Aussagen stimmen für sich, aber hier geht es genau um das Widerspiegeln, wie dann auch in 2. Korinther 4. Also weil wir das Angesicht des Herrn im Evangelium sehen, deshalb wird es auch reflektiert. Und wir werden verwandelt in sein Bild, in seine Gleichheit. Das heißt, dass wir als Christen Christus immer ähnlicher werden, dass wir verwandelt werden in sein Bild, wie es dann im Himmel einmal vollkommen sein wird. Nicht das geschieht nicht durch unsere Leistung, sondern dadurch, dass wir ihn sehen mit aufgedecktem Angesicht, so wie Paulus in Damaskus ihn das erste Mal sehen durfte, und dass wir ihn reflektieren. Von einer Herrlichkeit zur anderen, das kann einerseits bedeuten, eben die Herrlichkeit Gottes wird zu der in uns Reflektierten. Aber nach dem biblischen Sprachgebrauch liegt es näher zu sagen, es ist immer herrlicher, Gnade um Gnade, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist die Steigerung. Das Christsein wird immer herrlicher, vollendet dann, wenn wir bei Christus sind. Indem wir rezipieren, indem wir empfangen und widerspiegeln. Und so in 2. Korinther 4, Vers 4, da wird Christus benannt, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Denn Gott, der da sprach bei der Schöpfung, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat nun einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Christus ist das Ebenbild Gottes. Und Gott, der damals das Licht schuf, schafft nun in uns das Licht. Es werde Licht und es ward Licht. Warum bin ich zum Glauben gekommen? Weil ich Gott gesucht habe? Nein. Gott hat sich nicht finden lassen, weil ich ihn suchte, sondern ich suchte ihn, weil er mich gefunden hat. Wie ist Christus in mein Leben gekommen? Weil ich mich entschieden habe? Nein, ich habe mich entschieden, weil er sich für mich entschieden hat. Bin ich Christ geworden, weil ich sagte, Christus, jetzt fang mit mir an? Nein, ich bin Christ geworden, weil Christus zu mir sagte, es werde Licht und es ward Licht. Ja, müssen wir dann überhaupt nicht selber Ja sagen? Müssen wir nicht glauben? Können wir gar nichts beitragen? Da wird dann gerne gesagt, aber der Glaube, das ist doch der menschliche Beitrag, den er von sich aus leisten muss, um eben dann das Heil zu haben. Um jedes Missverständnis auszuschließen, ja, es ist notwendig, dass wir glauben. Ja, es ist notwendig, dass die Birne einen Kontakt hat zum Strom. Es ist notwendig, dass der Mond einen Blickkontakt hat zur Sonne. Aber das Geheimnis ist, dass mein Ja, meine Entscheidung, mein Bekenntnis, Herr ist Jesus, bereits die Wirkung ist des Wirkens Gottes in mir. Ja, aber dann bin ich ja gar nicht mehr ich alleine der, der sich entscheidet, Christ zu werden. Eben, dann wäre es die Wiederholung des Sündenfalls. Sondern ich bin es in Christus und Christus ist es in mir. Es werde Licht und es ward Licht. Was streite ich und stritt ich über Jahrzehnte mit Studenten über die Ausrufezeichen, die Imperative im Neuen Testament? Folge mir nach, glaubt an das Evangelium. Da muss doch der Mensch etwas alleine und von sich aus tun.
Und ich genieße es immer, über das sei sehend, nimm dein Bett und gehe schlussendlich unausweichlich vor der Pause der Vorlesung zu Johannes 11 zu kommen. Da tritt Jesus zu einem, der schon viertägig ist, tot, an das Grab des Lazarus. Und er sagt in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Ist das ein Imperativ? Ja. Ist das ein Appell? Nein. Es wäre sehr zynisch. Und da wir ja, wie einige, die ich sehe, wissen, in Tübingen das theologische Seminar direkt neben dem alten Stadtfriedhof haben, lade ich immer wieder die Studenten ein, sie sollen doch dann in der Vorlesungspause mal auf den Stadtfriedhof gehen, sich vor die Gräber setzen und dann das Moos ein bisschen wegmachen und das Efeu, den Namen identifizieren und dann zu dem Grabstein sagen, also Emma Müller, komm heraus. Ich hoffe, es heißt keiner Emma Müller hier. Emma Müller, komm heraus. Was wird passieren? Nichts. Denn dieser Imperativ als Appell ist wirkungslos. Das kann nur der Schöpfer selbst und sein Ebenbild. Er kann in das Chaos sagen, es werde Ordnung und es wird Ordnung und Friede. Er kann zur Finsternis sagen, es werde Licht und es ward Licht. Er kann zum Toten sagen, Lazarus, komm heraus. Wir nennen das Synergismus, wenn wir anfangen zu streiten, was muss der Mensch denn jetzt ohne Christus alleine tun zum Heil? Also das Mitwirken des Menschen. Was hat Lazarus mitgewirkt? Ja, er muss ja wollen. Da gab es nichts zu wollen. Er muss hören. Na, die Ohren waren nicht mehr ganz so gut in Schuss. Er war ja mausetot. Das heißt, alles das, was es brauchte, dass Lazarus hörte, dass er wollte, dass er rauskam und dort dann lebendig vor den Leuten herlief, musste Christus selbst wirken. Wenn du sagst, da hat Christus aber viel Arbeit gehabt bei Lazarus. Ich kann dich trösten, bei dir hat er nicht weniger gehabt. Denn ob ich einen leiblich Toten zum Leben auferwecke oder einen geistlich Toten zum ewigen Leben, glaub mir, es ist mehr Aufwand, einen geistlich Toten lebendig zu machen. Zum Ebenbild zu schaffen. Lazarus, komm heraus. Komm zum Glauben. Sei Ebenbild. In 2. Korinther 4 nun wird es ja so entfaltet, dass wir selbst nicht Gott, den Vater, unmittelbar gesehen haben und sehen, sondern er sandte seinen Sohn, sodass wir im Angesicht Jesu Christi Gottes Herrlichkeit reflektiert sahen. Diese Herrlichkeit, die reflektiert wurde in Christus, hat in unseren Herzen die Erkenntnis aufleuchten lassen, sodass auch wir zu einem Spiegel wurden, zu einem Ebenbild wurden, zu einem Ikon wurden, sodass jetzt andere Menschen, die weder Gott sehen noch Christus schon kennen, uns schauen und sagen, was hast du, was ich nicht habe? Was ist bei dir anders? Warum seid ihr so, wie ihr seid? Und es ist immer wieder faszinierend, wenn außenstehende Menschen in eine Gemeinde hineinkommen und das Erste, was sie mitbekommen, sind nicht die Streitereien und die Verbiestertheit und die Kälte, sondern das Erste, was sie mitbekommen, ist die Reflexion des Lichtes der Liebe Gottes im Angesicht Jesu Christi, wie es sich in den Spiegeln, in den Gesichtern reflektiert der Menschen, die Christus lieben und sich von ihm lieben lassen. Und dann sagen, bei euch ist etwas anders. Ich sehe ein Licht, das ich nicht kenne. Das heißt, Christsein ist das Reflektieren der Herrlichkeit und Liebe Gottes, die uns in Christus geschenkt ist. Wer ist Subjekt des Geheimnisses? Es ist Gott selbst in Christus. Ja, aber dann bin ich ja völlig passiv. Der Begriff der Passivität ist im Deutschen wie im Lateinischen zweideutig. Wenn ich meine mit passiv untätig, dann sage ich, du wirst dich wundern, dem ist nicht so. Wie aktiv, wie vital, wie faszinierend ist der Mond? Wie strahlend ist eine Birne im Strom? Aber sie sind nicht aktiv aus eigener Energie, aus eigenem Licht, aus eigenem Leben, sondern in der Beanspruchung der Energie des Lebens und des Lichtes. Sie reflektieren es.
Und so kann man mit den Reformatoren sagen, die Rechtfertigung, das Heil, ist in der Tat ganz passiv, insofern wir es geschenkweise empfangen. Und die Heiligung gerät ganz daneben unserer Entfaltung des Glaubens, wenn wir sagen, wir haben den Anfang, die Vergebung, die Erlösung, die Taufe als Geschenk bekommen und jetzt müssen wir unsererseits ja auch was leisten. Dann ist die Heiligung schon gescheitert. Gott will gar nicht, dass wir ihn bezahlen. Gott will nichts von uns, getrennt von ihm. Er will, dass wir uns beschenken lassen. Er will in unserem Leben sein und er will, dass wir in Beziehung zu ihm sind. Er erwartet nichts von uns, er erwartet uns, weil er uns liebt. Und in der Liebe, wenn sie denn echt ist, dann geht es nicht darum, was hast du mir zu bieten, sondern er ist es selbst. Und es gibt für diese Liebe ja keinen Ersatz. Und wenn ein Student einer Studentin oder umgekehrt eine Liebeserklärung macht, dann ist ja nicht die Erwartung, dass der andere sagt, ja, dann trage ich mal deinen Geburtstagstermin bei mir ein, dann kann ich dir jeweils ja bei Facebook dann ein Signal geben oder dir eine E-Mail schicken. Das wäre eine Unterbestimmung dessen, was du erwartest, nicht? Und wenn die Antwort ist, ja, was willst du von mir? Ja, ich will nicht etwas von dir, sondern das, was mich am meisten freuen würde, wenn die Liebe gegenseitig wäre. Gott will nicht etwas von uns, er will nicht unsere Aktivität. Er will uns beschenken. Von Zinzendorf wird ja überliefert, dass er in der Münchner Pinakothek, ist dieses Bild heute noch zu sehen, das Bild des leidenden Jesus gesehen hat und drunter stand, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Wörtlich, das habe ich für dich gelitten, was leidest du, was tust du für mich? Und ich räume ein, bei Zinzendorf und vielen anderen war das ein wachgerüttelt werden zur Ernsthaftigkeit, ein überwältigt sein, wenn Christus mich so geliebt hat, ich bin beschämt, dass ich so oberflächlich lebe. Aber als Seelsorger begegnen mir mehr Menschen, die diese Geschichte und dieses Bild kennen, bei denen der falsche Reflex ausgelöst wurde, nämlich ein dauerhaft schlechtes Gewissen. Wie soll ich einer solchen Liebe je entsprechen? Ein Leistungsdruck. Wie kann ich das wieder gut machen? Und dann entsteht genau die falsche Heiligung, nämlich die im Anschluss an Adam und Eva im Paradies, nämlich, dass ich jetzt meinerseits etwas leisten muss, was aber Christus doch gar nicht will. Die Sonne erwartet keine Eigenständigkeit vom Mond, außer die Selbstständigkeit der Reflexion und der Beziehung. Und damit schließt sich der Kreis von 1. Mose hin zu diesem Zusammenhang in 2. Korinther 3, Vers 4. Was wollte Gott, als er ein Ebenbild geschaffen hatte? Er wollte Beziehung. Er wollte ein Gegenüber. Und so wie Gott selbst kein Individualist ist, sondern wir als Christen bekennen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie Gott selbst schon immer im Wir lebt, solange wir zurückdenken können, so will er mit uns im Wir leben. Christsein bedeutet bezogen sein auf Christus, bezogen sein auf Gott. Ich kann mir das Beispiel nicht verkneifen, auch wenn einige von euch das schon gehört haben, wie ich einmal in Brüssel, ich habe es erzählt, auch in der Bibelschule, in Brüssel mit meiner Frau zusammen war und wir kauften, weil wir am Vortag ankamen, Käse und Wein und Baguette und wollten im Sonnenschein dann Abendessen, weil wir ja noch frei hatten. Und bis wir uns aber unter den 1000 Käsearten entschieden hatten, da war die Sonne schon untergegangen, also nicht am Horizont, aber eben in den Hochhäusern Brüssels. Und dann saßen wir dann da im Schatten und der Käse war natürlich trotzdem gut und es war ja alles ganz gut, aber die Sonne hat gefehlt. Und plötzlich erstrahlte im Angesicht meiner Frau Angelika golden Licht. Ja, die Ehemänner gucken gelangweilt runter, das ist ihre tägliche Erfahrung beim Frühstück, nicht? Dass sie ihre Frau als goldene Lichtgestalt vor sich sehen, aber es war noch mal anders als sonst im Alltag. Und unwillkürlich habe ich mich umgedreht vom Angesicht meiner Frau, um das Ebenbild zu erkennen in Hinsicht auf das Urbild. Und ich schaute auf ein Hochhaus mit einer voll verspiegelten Front und darin hatte die Sonne
die mir verborgen war, sich im Hochhaus reflektiert. Hätte ich aber gar nicht gesehen, weil es ja hinter mir war. Also ich habe weder das Urbild gesehen noch das erste Ebenbild, aber beim zweiten Ebenbild kam ich ins Geschäft im Angesicht meiner Frau. Und ich freute mich, den Käse und den Wein zu genießen mit einer strahlenden, leuchtenden Frau vor mir. Ist das ein Bild für dein Christsein? Ein Bild für deinen Alltag? Ich lasse mich bescheinen. Ich lasse mich lieben. Ich genieße die Freiheit der Kinder Gottes. Gott gegenüber bin und bleibe ich empfangend. Und bei der Frage, das tat ich für dich, was tust du für mich, sollte es nicht sein, jetzt zwinge ich mich, Traktate zu verteilen, jetzt überwinde ich mich, meinen Nachbarn, bis sie mich nicht mehr sehen können, zu beschwätzen, endlich gläubig zu werden, sondern ich bin zu deiner Verfügung. Lass dich beschenken. Das können wir ihm tun. Denn das ist die Antwort für einen Liebenden. Was willst du von mir? Lass mein Kreuz doch nicht umsonst sein. Lass meine Auferstehung doch nicht umsonst sein. Ich habe so viel Kraft, dass ich platze. Und du versuchst, mit eigener Kraft Abbild zu sein, obwohl dich mein himmlischer Vater bestimmt hat, Ebenbild zu sein. Was tust du für mich? Ja, was willst du, dass ich tue? Lass dich beschenken. Lass dich lieben. Lass dich befreien. Lass dich erlösen. Aber irgendwas muss ich doch auch in dieser Welt tun. Ja, wenn du dich beschenken lässt, dann sind andere beschenkt. Wenn du dich segnen lässt, werden andere gesegnet. Und wenn du dich dem Evangelium und der Gnade aussetzt, dann werden andere durch dich empfangen, was sie ohne dich nicht sehen würden.